Oh, Säuertube! Hallo, hallo und herzlich willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance. Wir sind gerade auf dem Weg hoch in die Stadt und stehen kurz vor dem Tor. Okay, anscheinend doch nicht. Ich dachte, ich stehe schon, aber na gut. Eine Kurve verpeilt. Hier sind wir erst geflüchtet, nicht wahr? Sag jetzt nicht, der Weg ist versperrt. Der Weg ist versperrt. So eine Scheiße. Wo ist denn der Haupteingang? Da. Okay, das ist ja zum Glück nicht so weit weg von hier. Was natürlich ungünstig für die Planung. Nein. Keine Experimente. Das heißt, das, was ich gerade gemacht habe, um extra hochzulaufen, darf ich jetzt wieder runterlaufen. Toll. Ah, und wir könnten direkt auf dem Weg, nicht? Da geht's steiler runter. Dann spare ich mir hinten den Umweg, ja, besser. Hier ist doch nochmal so einer. Perfekt. Ich glaube, wenn wir rennen aber, dann trainiere ich Ausdauer. War das nicht so? Oh, das heißt, wir müssen immer wieder ein bisschen rennen, nicht? Bis wir außer Atem sind oder so. Darf halt denn nur keiner kommen, der mit uns kämpfen will. Aber wenn wir schon hier sind, dann können wir hier auch kurz gucken gehen, nicht wahr? Zuerst muss ich hier noch etwas erledigen. Okay, hier dürfen wir auch nicht hin. Ich wünschte, ich könnte weg. Aber zuerst muss ich meine Eltern bestimmen. Ja, ja, ja. So ein Narr. Aber es ist nun mal seine intrinsische Motivation, das zu tun. Ohne das kann er nicht abschließen anscheinend. Gibt's hier noch was? Auf jeden Fall ein bisschen Trockenheit. Das wollte ich auch noch sagen. Die Leute vorhin in dem Video waren auch komplett nicht nass, nicht? Nicht alle. Das war schon ein bisschen merkwürdig. Holzfällerlager. Ja, ich glaube nicht. Das müsste ehemaliges Holzfällerlager heißen. Ich wette, wenn ich nach rechts gehe, kommt eh. Ah, ich kann da noch nicht hin. Oh, da ist was zu essen. Haben wir denn Hunger? 66. Ein bisschen was essen wäre gar nicht schlecht, glaube ich. Wie viel haben wir jetzt? 91 Sattheit. Also satt sind wir. Unsere Gratistöpfe sind immer gut, weil die ordentlich Sattheitsschub geben und das spart Geld. Wir können hier schlafen und speichern. Interessant. Aber wahrscheinlich kann ich es hier nicht. Ja, trödle nicht. Naja. In anderen Spielen, da könnte man hier wahrscheinlich schlafen und nochmal speichern. Ist halt auch gemein, nicht? Schlafen ist auch die Möglichkeit zu speichern und dann wird das einem untersagt. Dann darf man so schon nicht speichern, wenn man keinen Rettertrank hat. Es kommt wahrscheinlich wieder Trödle nicht. Na doch, also hier könnte man hin. Das sieht noch so intakt aus, der Hof. Wieso ist der so intakt? Ein Nest haben wir entdeckt. Ach, da oben.
Warte, da können wir das erste Mal Bogenschießen üben. Nee. Jawohl. Wo ist es hin? Ich hab's da irgendwo fallen sehen. Verbrochener Pfeil. Ich brauch das Nest. Wo ist es hingerollt? Ich dachte, ich hab's hier rollen sehen. Da, Nest. Spinnennetz. Verdächtig gut erhalten, der Hof. Ah, Schloss knacken leicht. Aber ich finde gut, das Spiel wirft nicht mit Loot so extrem um sich, zum Beispiel wie es Starfield gemacht hat, wo man nach 10 Minuten schon irgendwie alles hatte. Ah, ich hänge. Oh, nochmal schön waschen, damit wir auch gut aussehen, wenn wir auf irgendjemanden treffen. Ist hier noch was? Auch Schloss knacken. Ja. So viel Dietrich hier hätte man auch gar nicht. Kommen wir hier rüber? Komm. Jawohl. Sehr gut. Aber ich weiß, irgendwo auf dem Weg war noch mal jemand. Und ich würde gern die Erfahrungspunkte mitnehmen. Ich glaube, wir müssen hier hin, nicht? Das ist der Haupteingang. Oh, sieht fast danach aus. Hier geht's rein. Okay, da ist jemand. Weiß nicht, ob der... Meine Gebete... Bewaffneter Kampf, okay. Auslassen. Schwert, neue Stufe, sehr gut. Okay, aufgeben. Ihn unbewaffnet ziehen lassen. Lass deine Waffe hier und du kannst gehen. In Ordnung. So, für Recht und Ordnung gesucht. Was hat er uns zurückgelassen? Ein Knüppel oder sowas, nicht? Nur damit wir selber hier jetzt plündern können. So, gab es nicht davon noch einen zweiten? Nee, war so. Ich glaube, ich bin genau die falsche Seite hier hochgelaufen. Von da kamen wir. Okay, nee, dann war es nur der eine da. Dachte auch von der Kirche aus, dass da direkt auf dem Weg welche gewesen wären mal. Aber der eine ist ja weggerannt direkt. Vielleicht, weil wir die Montur hatten. Oh, beim letzten Mal hatte ich nicht so eine Montur an. Das kann natürlich einen Unterschied gemacht haben. Da hatte ich nur... Die würde ich aber gerne mal einsetzen. Nee, die hier nicht. Die Bartaxt. Oh, und die Sachen zählen nicht mehr als geklaut hier. Das ist natürlich gut. Nur die verlässliche Klinge, der Pfeil und die Jagdhandschuhe. Wow. Okay. Das ist aber gut, dass die anderen Sachen nicht mehr als Dings sehen. So, die Waffe 30. Nicht? Das ist die Stärke hier.
Ein Ratzig-Schwert hat sogar 45. Aber es wäre schon gut, wenn wir eher Axt trainieren, weil ich ja auch lieber Axt haben möchte. Ja, ja, niedrige Werte. Okay, geht nicht. Apfel im Brot. Zwiebel, Apfelbrot. Nee, brauchen wir nicht. Zwiebelbrot wurde hier erfunden. So, wir wissen ja ungefähr, wo alles ist, nicht? Der Vogt. Er floh nicht wie ich. Er starb mit dem Schwert in der Hand. Nur, dass er kein Schwert mehr hat. Ach, das ist der Vogt. Scherbe. Ah. Er kann es eh nicht mehr gebrauchen. Das meiste ist einfach nur abgefackelt. Sogar die Wäsche hängt hier noch. Niemand hat sie abgenommen. Jetzt ist sie nass. Toll. Nichts weiter. Die Apfelbaumfelder. Mann, Mann, Mann. Die schönen Apfelbäume. Eine Kutsche. Hier können wir überall vorhin nicht rein. Aber hier ist auch alles geplündert worden, nicht wahr? Es ist sehr wenig übrig. Da kann man eh nicht rein. Und wo man rein kann, da gibt es meistens eh nichts mehr. Ein Bett. Ah, wir dürfen eh nicht. Wir sollen ja nicht trödeln. Bianca! Das fand ich schon damals komisch, nicht? Er macht sich um alles Sorgen, außer um Bianca. Ich glaube, wenn ich hier hingehe, dann triggere ich irgendwas. Deswegen gehen wir erstmal auf die andere Seite. Und wir haben noch Blut an den Händen. Vielleicht wäre es gut, wenn wir uns irgendwo waschen. Der Waschtrog hier ist weg. Haus des Teutschen. Die Schafe wahrscheinlich auch alle weg. Der Kampfplatz, ja gut. Da hat ja keiner gekämpft, deswegen war das Dorf so schutzlos. Gut, aber gegen tausende Mann, die ankommen, nicht? Da hätte man eh nichts machen können. Wir werden auf jeden Fall noch irgendwo einen Hund bellen. Apfel und Brezel. Getrocknete Pilze. Nee. Kann ich die Pfeile nehmen? Pfeile sind nämlich super teuer.
Also sind sie doch, oder? Shit! Ah! Getriggert. Ich dachte, die liegen woanders. Wieso tust du mir das an, Vater? Wieso? Wieso hast du mich allein gelassen? Vergib mir. Bitte vergib mir für alles. Nächstes Mal laufe ich nicht weg, nein. Ich werde nie wieder weglaufen. Ich finde den, der euch das angetan hat. Ich kenne sein Gesicht. Ich kriege ihn. Aber zuerst muss ich eine Schaufel finden und mich um euch kümmern. Ich weiß noch, wie du mir sagtest, du wolltest neben Mutter leben. Hier. Unter der Linde. Wenigstens kann ich dir diesen Wunsch noch erfüllen. So, jetzt brauchen wir eine Schaufel. Ich dachte, das triggert eine andere Sequenz, aber hatte ich Glück. So, Brezel und du hattest wegen sie noch einen Groschen dabei. Ah, das ist ein großes Erbe. Ein Groschen. So, nach deinen Eltern abgeschlossen. Sehr gut. Alle haben Brezeln und Karotten dabei. Schaffe eine Schaufel. So, auf jeden Fall könnten wir hier nach dem Plündern des Dorfes Bäcker werden. Also, die hatten wir alle schon gescheckt. Dann ab. Ich glaube, hier war auch alles so, dass man nirgendwo mehr ran konnte, nicht? Hier, das brennt. Da kommt man nicht rein. Unsere Schmiede. Komplett abgefackelt. Na, danke auch. Ey, aber unser Haus steht noch. Eigentlich können wir hier einziehen. Das ist eine gute Stelle. Hier wird es euch gefallen. Nichts mehr in der Kiste. Die hatten wir ja schon damals geplündert. Ah, ich dachte kurz, das ist vielleicht eine Schaufel. Die Tür könnte man schließen. Die ist doch noch gut. Na gut. Dann folgen wir mal diesem Hundegebell. Vitalität, neue Stufe erreicht. Sehr gut. Das ist wichtig. Okay, wir müssen doch öfter mal was rennen, würde ich sagen. Hier war doch ein Händler. Na gut, den werden sie auch komplett geplündert haben, ne? Ja. Klingt eher nach einem Wolf. Auch nix. Aua.
Hier bei Kunisch. Haben sie den wenigstens erwischt? Den Arsch? Ne, der war in dem Haus, nicht? Da wollen wir gucken. Anscheinend. Nachhaltig. Aua. Ja, von hier wären wir auch gar nicht reingekommen. Wer bellt denn hier die ganze Zeit? Mein Gott. Irgendwo dahinter. Klingt aber wirklich nach einem Wolf. Kommen wir auch nicht durch. Okay, dann müssen wir doch außenrum dahin. Da haben wir die Seite auch gleich abgefrühstückt. Hier war aber auch nichts weiter, nicht wahr? Ich dachte, hier war irgendwo noch auch ein Plünderer. Aber anscheinend habe ich mich getäuscht. Zieh Leine, du Drecksköter! Das Biest! Was ist denn los, Bischek? Was in Gottes Namen treibst du da? Wonach sieht's denn aus? Rüben ausgraben? Das Vieh ist auf mich losgegangen. Ist das nicht der Köter des Fleischers? Und das da hinten ist seine Leiche? Ja, hast recht. Aber was hat das mit diesem aggressiven Viech zu tun? Du plünderst Tote aus. Wie auch immer, es bewacht sein Herrchen. Was sagen wir? Das passt. Ich würde sagen, das arme Tier bewacht sein Herrchen. Du hast nicht zufällig versucht, an ihn ranzukommen. Was kümmert's dich, was ich hier mache? Was machst du hier? Ich habe zuerst gefragt. Ich möchte meine Eltern bestatten. Möchte meine Eltern bestatten. Ehrlich sein. Dann tu das und lass mich in Ruhe. Was ist mit Theresa passiert? Wie bist du hier gekommen? Störe ich dich beim Plündern? Oh, ihr habt einen neuen. Leih mir deine Schaufel. Wie bist du entkommen? Was ist mit Theresa passiert? Weißt du, was mit dem Müllers Mädchen Theresa ist? Als ich vor den Kumanen floh, wollten sie... Sie wollten sie schänden und weiß Gott was noch. Nein, ich weiß nix. Was kümmert's mich? Wahrscheinlich haben die sie geschändet und wie alle anderen umgebracht. Pech. Muss auf mich selber achten. Er ist auf jeden Fall ein Sympathieträger, der seinesgleichen sucht, nicht wahr? Weißt du, was mit dem Müllers Mädchen Theresa ist? Ja, ja, ups. Nein, ich weiß. Ja, ja. Wie bist du entkommen? Wie konntest du entkommen? Was glaubst du? Bin gerannt. Eine Armee weggerannt, okay. Würdest du mir die Schaufel borgen? Ich muss ein Grab ausheben und finde keine andere. Was ist er dir wert? Nettes Schwert, das du da hast. Das hätte ich gern für die Schaufel. Wie kommst du überhaupt zu so einem Ding? Schieb es dir in den Arsch? Nee, das ist für einen Herr Ratzig. Vater schmiedete es für Herrn Ratzig. Ich muss es ihm bringen. Es steht nicht zum Verkauf. Dann heb das Grab mit dem Schwert aus. Schauen wir mal, wie gut das geht. Geht schon. Und wo willst du deine Eltern eigentlich begraben? Doch nicht hier in ungeweihtem Boden, oder? Vater wollte hier begraben werden und ich kann sie nicht nach St. Jakob bringen. Vielleicht finde ich später einen Pfarrer, der den Boden segnet. Idiot! Ein Arsch bleibt ein Arsch, ganz gleich in welcher Situation. Ah, wieder ein Kampf. Er kriegt uns immer mit seinen scheiß Tritten. Ah. 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 Ah.
jetzt haben wir ihn, glaube ich, in einer guten Situation. Aber er ist stärker bei ihm. So ist's recht. Zieh den Schwanz ein. Ja, komm doch. Hat Glück, dass ich nicht meine Waffe gezogen habe. So, wir haben eine Schaufel. Auf einmal ist er dahinter. Ruhig, Junge. Du kennst mich. Und dein gutes Herrchen wird das nicht mehr benötigen. Genau. Dörrfleisch. Groschen, Salami, Salz. Wir sind reich. Der wollte nur in die Salami, der Hund. Anstatt man... Warum man hier nicht den Hund mitnehmen kann, ist eine gute Frage, nicht wahr? Und wir sind überladen. Oh, wow. Das ist natürlich nicht gut. Können wir noch einen Apfel essen? Was Gesundes? Immer noch überladen. Ja, vielleicht irgendwas, was... Geklautes wegwerfen. Die Pfeile... Gut, die will ich jetzt nicht unbedingt wegwerfen. Hier aber die Klingen vielleicht. Die bringen mir ja eh nichts. Ja. Weil die nehmen sehr viel Gewicht auf, nicht? Gut, mehr gibt es nicht. Du hast ihn gepriesen und so hat er es dir gedankt. Ja. Und doch warst du ein Held. Du bist nicht geflohen. Du hast sie nicht im Stich gelassen. Wie ich. Birne. Apfel. Auf jeden Fall haben sie sich alle gesund ernährt. Mich wundert, dass wir Theresa nicht gefunden haben. Bianca. Der hatte noch 2 Groschen von uns. Doch, da ist sie. Nein. Wieso? Ich nehme das als Andenken an dich mit, meine Liebste. Bianca bestattet er nicht, nicht wahr? Schon ein komischer Typ. Jetzt haben wir sie auch gefunden. Ich glaube, die habe ich wohl mit meiner, mit der Mutter verwechselt. Haben wir hier noch? Verbände. Oh, nehme ich mit. Achso, ich muss nach oben, nicht wahr? Na gut. Dort kriegen wir noch hin. So. Wir graben. Also. Legen wir mal los. Nochmal.
soll ich das nur schaffen? Brauchst du vielleicht Hilfe? Ist das der Typ? Ja. Siehst du nicht das Schwert? Wer seid ihr? Und was wollt ihr? Was, Bischek? Na, wer sollen wir schon sein? Franziskanermönche? Wir rauben dir alles, was du hast. Vor allem diese feine Klinge, die sowieso nicht zu so einem Streuner wie dir passt. Das war meines Vaters Schwert. Das könnt ihr also vergessen. Den da meinst du? Ich glaube kaum, dass er es noch brauchen wird. Hör mal, Junge. Gib uns das Schwert. Und vielleicht lasse ich dich gehen. Wenn nicht, gibt's eine Familienzusammenführung, die dir nicht gefallen wird. Lasst mich in Ruhe. Töte ihn, na los! Ja, hack den Bastard zu Brei! Wie du willst. Es hätte dich nur ein paar Zähne gekostet. Oh oh, müssen wir jetzt wirklich auch noch kämpfen? Wo ich so gut im Kämpfen bin? Lauf ihn dir weg! Doppelteile! Hol ihn dir! Na dann, komm doch! Und leg! Ein Treffer reicht bei dem nicht. Und noch ein Erzfeind. Ich hab dir ja gesagt, wie das wird. Aber du wolltest ja nicht hören. Gefallen. Brandneu, habe ich recht? Und nun vergießen wir das erste Blut mit dieser Schönheit. Dein Alter hätte sicher nie gedacht, dass es dein Blut sein würde. Ich glaube, es gibt ein Wort für solche Momente. Dein Alter kannte es bestimmt. Aber ich bin bloß ein einfacher Mörder. Hast du beim Schmieden geholfen? Ja, bestimmt hast du das. Was für ein Pech. Gerade durch das schwer zu sterben. Hey, ihr Ziegenficker! Oha! Hört auf mit den Spielchen! Angriff! Nehmt das Gesindel auseinander! Heilige Scheiße! Und schon wieder sind wir ohnmächtig. Endlich bessere Tage.
Das ist eine richtige Stadt. Oha, wieder ein Traum. Hey, Dion. Geht. Wir müssen wegrennen. Aua. Sind eh zu viele. Brauchst du Hilfe? Oh, noch ein Traum. Na super. Und zurück unter den Lebenden, hoffentlich. Was wäre das Spiel jetzt aus? Es ist hellichter Tag. Steh auf, Heinrich. Aufwachen. Ein neuer Tag. Heinrich. Heinrich, hörst du mich? Heinrich, hörst du mich? Halleluja. Dachte schon, du wachst nie auf. Hattest du wieder Albträume? Theresa? Immer noch Fieber. Onkel wird es nicht gefallen, aber du musst noch im Bett bleiben. Wo bin ich? In Scarlett's? Nein, wir sind in der Mühle meines Onkels in Rathai. Ich wusste nicht, wohin. Was ist passiert? Du erinnerst dich wirklich an nichts? Tja, wundert mich nicht. Ich fand dich, nachdem dich diese Halunken attackierten. Erst dachte ich, du wärst erledigt, aber du hast noch geatmet. Warum nur bist du zurückgekehrt? Das war Wahnsinn. Sie schlachteten jeden ab, den sie erwischten. Meine Eltern, ich wollte sie begraben. Ich musste... Keine Sorge. Ich habe das erledigt. Danke. Jeder gute Christ hätte das getan. Aber jetzt musst du schlafen und wieder zu Kräften kommen. Fieberwahn. Na super. Bist wach? Guten Morgen. Fast Mitternacht. Hast den ganzen Tag verschlafen. Oh. Als wäre ein Pferd auf mich gestürzt. Die Prügel waren schlimmer als das. Aber wenigstens ist das Fieber weg. Was hast du in Scarlett's getrieben? Was in aller Welt hast du in Scarlett's gemacht? Aufs Sterben gewartet. Was? Sie töteten meine Brüder, meine Familie, meine Freunde. Sie sind alle tot? Ja, alle, die ich geliebt habe. Einen meiner Brüder töteten sie in den Minen. Wofür hätte sich das Leben noch gelohnt? Sag sowas nicht. Es gibt immer Hoffnung. Nicht immer. Aber das spielt keine Rolle. Jetzt bin ich eine andere. Wie hast du mich gefunden? Wie konntest du mich retten? Ich war in Scarlett's und sah diesen Schuft Bishek mit seiner Bande. Ich versuchte, sie abzulenken. Und dann tauchten zu meinem Glück Männer aus Thalmberg auf. Sie waren auf der Suche nach dir und vertrieben die Banditen.
Okay, sie haben nach mir gesucht. Klar, wenn ich abhaue, werden sie nach mir suchen. Ich bin müde. Oh, ich bin erschöpft. Kein Wunder. Ich bringe dir Wasser und etwas zu essen. Ruh dich währenddessen aus. Du bist noch schwach. Das brauchen wir eher. Und noch später. Wochen sind ins Land gegangen. Guten Morgen. Wie geht es dem Verletzten heute? Oh, ging mir nie besser. Nicht seitdem sie mich ans Rad gebunden und auf dem Marktplatz gevierteilt haben. Wie es scheint, ist dein Sinn für Humor zurück. Dir geht's also wirklich besser. Mein Onkel wird erfreut sein. Es war nicht leicht, ihn zu überreden, dich bleiben zu lassen. Hättest du noch länger herumgelegen, hätte er dich wohl einfach auf die Straße geworfen. Du kannst hier wohnen, bis du eine Bleibe hast. Aber mein Onkel erwartet eine Bezahlung für die Bleibe, Kost und Wundsorge. Ich liege schon viel zu lange rum. Ich liege hier schon viel zu lange herum. Onkel wird sich freuen, wenn er ein Maul weniger zu stopfen hat. Aber geht's dir wirklich gut? Gut genug, um zu tun, was getan werden muss. Wo finde ich Herrn Ratzig? In der unteren Burg zu Pirkstein. Er ist Herrn Hanusch von Leipers Gast. Aber ich bezweifle, dass jemand wie du einfach hineinspazieren und eine Audienz erbitten kann. Ich kenne Herrn Ratzig und habe ihm nicht wie aufgetragen sein Schwert gebracht. Ich muss ihn sehen. Wie du willst. Aber zuerst musst du mit meinem Onkel sprechen. Du hast hier über 2 Wochen im Fieberwahn gelegen. Und er hat den Apotheker und die Arzneien bezahlt. Du schuldest ihm einiges. Ich liege hier seit 2 Wochen? Mein Gott. Besser 2 Wochen im Bett als eine Ewigkeit im Grab. Wäre Onkel nicht gewesen, wärst du nicht mehr hier. Ich verdanke euch mein Leben. Ich verdanke euch mein Leben. Und ich werde meine Schulden zurückzahlen. Gut. Aber bevor du in die Stadt gehst, solltest du etwas essen. Du bist noch geschwächt. Ich habe etwas auf den Tisch gestellt. Okay. Mein neues Zuhause. Wir können Brötchen mitnehmen. Wer weiß, was wir alles haben. Hole deine Sachen aus der Truhe. Kriegen wir auch noch hin? Alles noch da, nicht? Wunderbar. Gut, der ist kaputt. Alles nehmen. Klingt nach dem Plan. Wir gucken mal, was haben wir denn alles? Ah, an. Wir können die Axt wieder anlegen. Die Bartaxt. Das heißt, die Axt, die ich am Anfang gekauft habe, die lohnt sich gar nicht, weil man keinerlei sinnvolle Verwendung dafür hat. Oh, ich habe die Schwerte weggeschmissen, aber wir sehen, wir haben genau so viel, wie wir die beiden Schwerte weggeschmissen haben, ist jetzt übrig geblieben. Also es war schon wichtig, nicht wahr? Super, die Sachen sind alle dreckig. Ich ziehe es trotzdem erstmal an. Oh, wir haben ein Warhorse-Gombison. Oh, der wiegt 12. Der wiegt 13, aber den können wir verkaufen, auch wenn er kaum noch was wert ist. Den Ring, wir tragen einfach einen Ring. Nicht wahr? Und die Stiefel. Ja, Stiefel wären auf jeden Fall gut, wenn wir sie anhätten. Ich mag diese Haube an sich nicht. Aber die gibt natürlich wesentlich... Oh, die Haube ist ja noch schlimmer. Gibt halt natürlich wesentlich mehr Schutz, nicht wahr? Nahrung, was haben wir, was da weg muss vielleicht ganz dringend? Irgendwie... Kann ich nicht sortieren? Ich konnte doch vorher immer sortieren. Okay. Salami ist haltbar. Die Brezel muss weg. Dann essen wir die Brezel. Komm. Sattheit 36. Nicht in den Topf geben. Ein bisschen was aus dem Topf essen. Okay. Sachen aus der Truhe haben wir geholt. Ja, da oben ist nur der andere Schlafplatz, nicht wahr? Und ich würde sagen, wie es mit dem guten Herrn weitergeht, mit dem Herrn Müller, dem wir einiges zu schulden haben, sehen wir in der nächsten Folge. Bis gleich.